Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Badezusätze-Sammlung und ja, hierzu muss ich natürlich erstmal sagen, bevor ich das Video starte, dass ich meine Badezusätze nicht für Wannenbäder verwende, also für ein Vollbad, sondern ich verwende diese für Fußbäder. Da kann es je nach Sorte auch vorkommen, dass ich manche auf zwei, dreimal aufteile, weil sie einfach sehr stark duften oder weil sie einfach vielleicht auch ein bisschen teurer waren. Das kommt immer drauf an. Und ja, das möchte ich euch einmal vorher noch gesagt haben, damit ihr da Bescheid wisst. Und dann würde ich einfach sagen, starte ich mit dem Video. Und ich starte einfach mal durch mit den Badeprodukten, die ich da habe. Und so habe ich jetzt zu einem von Balea das Badesalz You Are My Other Health. Das ist mit Lotusblütenextrakt und Kokosöl und dem Duft nach Kokos. Verpackungstechnisch super, super schön. Also finde ich richtig süß. Und das riecht nach Kokosnuss, sahniger Vanille und zarten Blüten. Also riecht auf jeden Fall so sehr, sehr toll aus der Packung. Dann habe ich hier einiges von Dresdner Essenz. Einmal auch Wolke 7 Badeschaum, entspannend und wohltuend, Rose, Himbeere und Vanille. Ich habe die meisten Produkte tatsächlich noch nicht getestet, deswegen kann ich noch nichts dazu sagen. Dann einmal Dresdner Essenz Badesalz Zuversicht mit Orangenblütenduft. Dann habe ich die beiden hier aus dieser No-Filter-Reihe, und zwar einmal den Entspannungsbadeschaum mit Apfel, grünen Blättern und Zedernholz und einmal den Glamour-Badeschaum mit Cassis, Vanille und Orchidee. Also auch sehr interessant. Dann habe ich hier einmal von Dresdner Essenz, das gibt es eigentlich jedes Jahr, nur immer mal wieder anders verpackt, My Cherry Moments Pflegebad mit Sakura-Kirschblüte. Riecht auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr schön. Dann habe ich hier einmal das Cotton Clouds Aroma Schaumbad, Baumwolle, Himbeere und Veilchen. Da bin ich sehr gespannt, wie das duften wird. Bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf, weil das alles total meine Düfte sind. Dann einmal von Dresdner Essenz Sunny Smile Badeschaum mit Orange und Kunkquat. Das ist auch ein Duft, da bin ich super gespannt, wie der dann riecht im Wasser. Dann einmal Tropical Kiss, das hatte ich von der Stefanie bekommen, mit Kokosduft. Auch da bin ich sehr gespannt, ich liebe ja Kokosduft. Dann zwei von Isana. Und zwar einmal hier die Badeperlen Love Without Limits mit Macadamiaöl und Himbeerduft. Bin ich sehr gespannt. Gibt es, glaube ich, nicht mehr. Und einmal hier diese neue LE Sunset Beach. Ja, hatte ich ja auch schon jetzt ein paar Mal erwähnt im Bodylotion-Sammlungsvideo zum Beispiel, dass ich den Duft einfach liebe. Deswegen musste das mit. Und dann habe ich hier einmal zwei Flüssigbäder zu einem von Kneipp. Das Aromapflege-Schaumbad 20 Minuten unter Palmen mit Kokos und Hibiskus. Also Kokosnuss und Hibiskusblüte. Dann das Tee by Tee Desept Happy Flamingo mit exotischem Früchteduft. Das riecht jetzt, das steht glaube ich auch hinten drauf, nach Passionsfrucht und weißem Pfirsich. Und dann einmal von Chocomoon das Tropical Fantasy. Das riecht nach tropischen Früchten und Jojobaöl. Genau, einmal das. Und das war es tatsächlich schon. Ja, ich habe momentan 14 Badeprodukte da, alles einzelne Sachets. Im Januar 2022 hatte ich 12 Produkte da, also habe ich hier zwei mehr wie im Januar. Sind natürlich komplett andere Produkte, aber von der Zahl her, genau, ist es einfach zwei mehr wie im Januar. Und das war es dann auch schon wieder. Das war die kleine, aber feine Badezusatzsammlung. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer liebster Badezusatz ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut und bis bald. Ciao.